Ja, moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Rüdiger Droste von der Firma Droste Wassersport OHG. Und heute soll es einmal ein bisschen um Bootspropeller, Bootsschrauben gehen. Hier im Speziell eben für Außenborder, auch übertragbar auf Z-Antrieb Innenborder, möchte ich euch ein bisschen was zu Propellern erzählen, ein bisschen was zu den Fragen, die bei uns im Verkauf und im Service täglich an uns gestellt werden, die wir eben oft beantworten. Da habe ich mal so die wichtigsten Punkte mir mal so rausgeschrieben. Dazu möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen. Wir gehen mal so durch das gesamte Propeller-Sortiment, also quasi alle Schrauben, die es für diese Motoren gibt und die Anwendungen einmal durch, klären so ein bisschen die Fragen eben, wo die Probleme liegen können, welcher Propeller für welchen Motor oder für welches Boot eben besser oder weniger gut geeignet ist. Wir gehen natürlich nicht bei jedem Propeller in die totale Tiefe. Man kann zu einem großen Edelstahlpropeller, sowas wie dieses hier, kann man sicherlich eine halbe Stunde nur zu diesem Propeller reden. So tief reingehen wollen wir heute nicht. Wir gehen einmal durch die verschiedenen Motorgrößen durch. Ich habe euch mal ein paar verschiedene Motoren hier mitgebracht, mal aufgebaut und dafür einen ganzen Schwung Propeller hier auch mal aufgebaut. Wir fangen gleich mal auch, wir haben hier 3,5 PS, wir haben hier den Mercury 5 PS Sail Power, den bekanntlich besten Außenborder der Welt. Dann haben wir den hier als Beispiel für die großen Außenborder, den 225 V6. Ja, wir haben folgende Punkte, die ich nacheinander mit euch durchgehen möchte. Wir fangen einmal an, welche Propellersorten es überhaupt gibt, anhand der Materialien, aus denen die Propeller hergestellt werden und eben anhand der Anzahl der Flügel. Dann im zweiten Punkt gehen wir einmal ein auf die Fragen, was ist Steigung, was ist Diameter, also der Durchmesser, Durchmesser und Steigung, was bedeutet das für mein Boot, was bedeutet das für meinen Motor oder für das Fahrverhalten, das daraus hervorgeht. Zu Punkt 3 ist es einmal, welcher Propeller passt eben zu meinem Boot, worauf muss ich achten? Wenn ich einen Propeller für mein Boot auswähle oder für meinen Motor auswähle, was passiert, wenn ich den Propeller ändere oder wie sind die Auswirkungen darauf? Dann im letzten Punkt, in Punkt 4, gehen wir ein bisschen ein auf die Propellerbefestigung bei den kleinen Motoren eben mit Scherstift, über die mittelgroßen Motoren mit der Gummirutschkupplung und bei den großen Motoren zeige ich dann ein bisschen was zu FloTorque und zu den entsprechenden Adaptern, die ihr da braucht, sodass ihr den Propeller, ihr könnt dann im Grunde jeden Propeller, egal von welchem Motorhersteller, also ihr könnt den Propeller auf jeden Motor dann draufstecken, wenn ihr den richtigen FloTorque-Einsatz habt. Dazu erzähle ich euch gleich auch was. Ja, das mal kurz zur Übersicht. Wir fangen an mit Punkt 1. Auf geht's. Ja, beginnen wir mal mit den Materialien, aus denen die Propeller hergestellt sind. Bei den kleinen Außenbordern, so wie hier beim 2,5 und 3 PS Mercury und Tohatsu, sind die Propeller aus Kunststoff, verstärkt mit Glasfasern. Das wird bei den kleinen Motoren so gemacht, bei einigen anderen Herstellern auch bis zum 5 und 6 PS Modell. Ist eben die günstigste Variante. Die Propeller sind schön leicht, 100% korrosionsfest. Und eben günstig nachzukaufen. Reparieren kann man sie nicht, außer ein bisschen nachschleifen. Ansonsten sind das eben Einwegpropeller, die aber eben relativ günstig sind. Bei größeren Motoren ab 4 PS aufwärts, bei Mercury und Tohatsu, verwenden wir Aluminiumpropeller. Aluminiumguss ist eben stabil, gerade wenn man mal durch Sand oder Schlamm fährt oder man mal einen kleinen Ast oder Strauchwerk oder irgendwas zu fassen kriegt, dann passiert da erstmal nichts dran. Wenn man mal auf was Härteres kommt, wie zum Beispiel einen Stein oder irgendwie, dass der Propeller eine leichte Beschädigung hat, dann kann man den in der Regel nachschleifen, auch von Hand. Solange die Propeller alle gleich groß sind und keine großen Ecken rausgebrochen sind, kann man den auch nutzen. Wenn er natürlich vibriert, kann man ihn aber auch reparieren lassen. Reparaturkosten muss man dann eben anfragen, wird immer pro Flügel berechnet, ob dann ein neuer Propeller günstiger ist oder ob dann ein, eine Reparatur Sinn macht. Das eben wird ab 4-5 PS wird Aluminiumguss verwendet. Aluminiumguss gibt es im Grunde dann bis zum ganz großen Motor, bis zum Innenborder oder Außenborder bis 200 PS. In der Regel bis 300 PS kann man noch Aluminiumpropeller fahren.
Das haben wir hier auch bei den Modellen. Zum Beispiel hier, das ist auch Aluminiumguss, hier in dem Fall für große Außenborder und Z-Antriebe. Ist auch da die günstige Variante, günstig zu reparieren, günstig zu ersetzen, aber eben bei großen Außenbordern eben nicht mehr so effizient. Bei ganz großen Motoren und bei hohen Leistungen geht man dann eben zum Edelstahl. Edelstahl ist eben wesentlich härter, die Oberflächen sind besser zu bearbeiten, man kann die besser glätten, man bekommt dadurch einen besseren Leistungsfaktor hin und man kann höhere PS-Leistungen mit höheren Bootsgeschwindigkeiten durchs Wasser realisieren, ohne dass diese Propeller brechen. Sind eben aber auch mit Abstand die teuerste Variante, auch in der Reparatur relativ teuer und in der Anschaffung auch nicht ganz billig. Ist aber für große Motoren alles oberhalb 300 PS oder ab 250, 300 PS absolute Pflicht, denn dort halten Aluminiumpropeller den Belastungen auch nicht lange stand. Das sind mal zu den Materialien. Wie wir schon gesehen haben, gibt es verschiedene Anzahlen von Flügeln. In der Regel haben wir schon bei den kleinen Kunststoffpropellern drei Flügel. Es gibt auch kleine Kunststoffpropeller, gerade bei Elektroaußenbordern mit zwei Flügeln. Drei Flügel ist eigentlich der Universalstandard. Und bei den größeren Propellern, sagen wir mal, aber auch schon beim 15, 20, 30, 40 PS kann man auch Aluminium-Vierblatt-Propeller bekommen. Es gibt dann auch in Edelstahl noch 5-Blatt. 5-Blatt ist dann in der Regel für schwere Schleppanwendungen, für Wasserski-Anwendungen, wo eine hohe Traktion gebraucht wird, wo es nicht so ganz auf die Endgeschwindigkeit ankommt. Der Dreiflügel ist eigentlich der Universalpropeller, der eigentlich alles relativ gut kann. Von der Effizienz wäre rechnerisch eigentlich der Einflügelpropeller der effizienteste. Der läuft natürlich nicht rund. Der Zweiflügelpropeller hat es lange gegeben bei Außenbordern, viele Jahre, wird aber schon seit 30 Jahren gar nicht mehr viel bei Benzinaußenbordern genutzt, einfach weil er nicht rund läuft. Ein Dreiflügel läuft in der Regel schon sehr schön rund. Bei einem Vierflügel ist der Rundlauf noch besser, die Motoren laufen noch ruhiger, man hat weniger Vibrationen im Boot. Das ist eben der große Vorteil von Vierflügelpropellern. Gerade auch für schwere Boote oder für Boote, die auch mal zum Schleppen benutzt werden, zum Wasserski-Ziehen oder sonstige Schleppanwendungen oder schwer beladene Boote, Boote mit hohem Gewicht, sind Vierblattpropeller immer eine sehr gute Wahl. Mittlerweile als Revolution 4 bei Mercury auch sehr gut für High-Speed-Anwendungen. Allerdings bei Vierflügeln ist es einfach so, der Widerstand im Wasser ist etwas größer. Dadurch ist der Vierflügelpropeller in der Regel etwas langsamer unterwegs als ein Dreiflügelpropeller. Es gibt Ausnahmen, aber es ist in der Regel so, der Dreiflügelpropeller ist, wenn es um Endgeschwindigkeit, nur um reine Endgeschwindigkeit geht, ein wenig schneller unterwegs. Das sehen wir auch hier beim Rennsportpropeller. Ich habe hier nochmal einen Cleaver. Das ist ein Rennbootpropeller, der eben richtig abgeschrägte Kanten hat. Das ist ein oberflächenbeißender Propeller, also der kann auch Luft ziehen. Man kann ihn an der Oberfläche laufen lassen. Und da haben wir dann entsprechend beim Dreiflügel hier auch die höchste Leistung. Man sieht ab und zu bei Offshore-Rennbooten auch mal Propeller mit 6, 8 Flügeln. Das sind auch reine Oberflächenpropeller, die dafür ausgelegt sind, sehr, sehr hohe Wellendrehzahlen zu laufen. Da kann man natürlich noch was erreichen. Ansonsten ist Dreiflügel eigentlich der Standardpropeller, der am besten funktioniert durch alle Bereiche. Vierflügel eben für etwas schwerere Boote und hohe PS-Leistungen. Ja, das einmal kurz zu Material und Flügelanzahl. Ja, damit sind wir auch schon bei Punkt 2, und zwar bei Steigung und Durchmesser oder eben Pitch und Diameter. Das sind eben die Eckdaten eines jeden Propellers, gerade wenn es um die Auswahl geht, auszuwählen, welcher Propeller passt zu welchem Boot. Auf einem Propeller oder auf dem Karton stehen immer die Werte drauf. Ich versuche es hier mal eben so einmal zu zeigen, dass man es sehen kann. Hier steht einmal der Durchmesser des Propellers und einmal Pitch. Das ist dann entsprechend die Steigung. Was sagt uns jetzt was aus? Je größer der Propeller im Durchmesser, desto schneller fährt das, meinen viele, so ist es aber nicht. Der Durchmesser des Propellers
ist eben in dem Fall hier der Außendurchmesser des Propellers. Der legt erstmal fest, für welchen Motor unser Propeller überhaupt geeignet ist. Wenn man sich hier mal den Größenunterschied anschaut zwischen einem 200 PS Motor und einem 50 PS, das ist hier 50 PS Motor, kann man sich natürlich vorstellen, dass dieser Propeller, sieht man schon alleine von der Aufnahme und von der Welle und vom Durchmesser und alles, dass der überhaupt nicht auf den anderen Motor passen könnte. Deswegen der Durchmesser des Propellers legt immer nur fest, ob er für unseren Motortyp geeignet ist oder nicht. Alles andere spielt erstmal vom Durchmesser her keine Rolle. Denn wir definieren die Leistung des Propellers, oder die Untersetzung oder die Übersetzung des Propellers ausschließlich durch das Pitch, also durch die Steigung. Und mit der Steigung ist in dem Fall dieser Winkel hier gemeint. Der Winkel der Flügel, der Neigungswinkel des Flügels. Habe ich einen Propeller mit wenig Steigung, habe ich also sehr steil stehende Flügel. Habe ich einen Propeller mit viel Steigung, habe ich sehr schräg liegende Flügel. Das bedeutet, pro Umdrehung legt dieser Propeller mit wenig Steigung wenig Weg durchs Wasser zurück. Ein Propeller mit großer Steigung legt pro Umdrehung einen großen Weg durchs Wasser zurück. Heißt, ein Propeller mit viel Steigung, also ein Hochgeschwindigkeitspropeller, der viel Steigung hat, der kann auch besonders schnell fahren. Ein Schubpropeller mit sehr wenig Steigung, der also eine sehr aufrecht stehende kurze Flügel hat, so wie unser Sailpower zum Beispiel, unser Sailpower-Propeller, da sind die Flügel sehr steil, der ist für sehr langsame Fahrt. Dafür hat er ein hohes Drehmoment. Ich erkaufe mir immer mit mehr Steigung einen Verlust an Drehmoment. Das heißt, ein Boot hier mit so einem Rennsportpropeller, ich zeige hier nochmal eben, hier haben wir also sehr viel Steigung. Wie man sieht, stehen hier die Flügel sehr steil auf dem Propeller. Das ist ein Propeller für ein extrem leichtes, aber eben auch extrem schnelles Boot. Damit kann ich aber kein Drehmoment erzeugen. Das heißt, wenn ich ein schweres Boot habe, das ich damit zum Gleiten bringen möchte, werde ich einfach scheitern. Ich werde das Boot gar nicht richtig in Fahrt bekommen, weil der Propeller einfach viel zu viel Steigung hat. Das ist, als wenn ich versuche, beim Auto im sechsten Gang anzufahren. Das funktioniert nicht. Ich kann im sechsten Gang vielleicht 250 fahren, aber ich kann im sechsten Gang nicht anfahren. Wenn ich ein sehr leichtes Auto habe mit einem riesen Motor drin, dann macht das gehen. Habe ich aber einen schweren Geländewagen, dann geht das eben nicht. Also der Durchmesser spielt keine Rolle. Wenn ich den Durchmesser, einmal den passenden Propeller habe, für mein Boot gefunden habe, ändert sich, wenn ich den Propeller in einer geringeren Steigung nehme, da die Blätter ja etwas kippen, sieht das vielleicht so etwas kippen, dann wird natürlich der Durchmesser minimal kleiner. Wenn die Blätter aufrechter stehen, dann wird halt der Durchmesser minimal größer. Das ändert sich so um etwa einen Zoll, vom kleinsten bis zum größten Propeller. Bei Propellergröße, zum Beispiel für unseren 225 PS, reden wir von Größe immer nur von der Steigung, heißt von der Endübersetzung. Ja, wir haben eine Primärübersetzung, die Primärübersetzung ist das Getriebe und die letzte, sekundäre, ist der Propeller. Bedeutet, es gibt keinen passenden Propeller für den Motor. Es gibt auch keinen passenden Propeller für das Boot. Es gibt nur einen passenden Propeller oder ein paar wenige, die zu der Motor-Boot-Kombination passen. Und das muss eben für jedes Boot separat ausklamüstert, ausgerechnet werden und am Ende auch Probe gefahren werden. Bei kleinen Außenbordern hier, wie bei unserem 3,5er, wie beim 5 PS bis zum 20er, gibt es den sogenannten Standardpropeller. Das ist ein Propeller, der in der Regel für 90% aller Boote passt, an die man so einen kleinen Außenborder dran baut. Bei großen Motoren nehmen wir immer den Propeller, der passend ist zur Motor-Boot-Kombination. Und deswegen muss für jeden, ja, wenn wir ein Repowering machen, wenn wir einen neuen Motor an ein älteres Boot setzen oder ein vorhandenes Boot, müssen wir bei der Propellerberechnung immer bei weißem Blatt Papier anfangen und fangen dann eben an, entsprechend den Propeller erstmal zu berechnen und dann machen wir nochmal eine Probefahrt und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Also Steigung und Durchmesser, in dem Fall einmal so kurz am Rande erklärt. Wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch gerne. Ja, welcher Propeller passt nun zu meinem Boot? Man kann in der Regel sagen, bei kleinen Außenbordern, sage ich mal,
bis zum 20er, bis zum 30er könnt ihr mit dem Standardpropeller, den ihr mitgeliefert bekommt, der eben vom Hersteller so aus der Mitte rausgegriffen worden ist, eigentlich alles machen. Es sei denn, ihr habt ein extrem leichtes Speedboot oder ein extrem schweres Hausboot. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen 50 PS Motor nehmen und bauen den an ein Festrumpfschlauchboot, das super leicht ist, wo nur eine Person drin sitzt, mit einem Benzintank unterm Hintern und einem Lenkrad in der Hand, dann brauchen wir mit dem Standardpropeller, der mitgeliefert wird, zum Beispiel beim 50er Tohatsu, werden wir nicht weit kommen, denn der ist natürlich zu klein. Der hat zu wenig Steigung, das Boot kann viel schneller fahren und wir reden ja bei der Leistung immer von der Enddrehzahl. So ein Motor dreht mehr oder weniger immer 6000 Umdrehungen, das ist seine Maximaldrehzahl. Einige drehen etwas höher maximal, andere etwas weniger, 5500. Aber in der Regel so um die 6000 Umdrehungen ist die Maximaldrehzahl eines normalen Außenborders. Und diese Maximaldrehzahl nehmen wir als Referenz für die Berechnung der Steigung. Bedeutet, ein leichtes Schlauchboot zum Beispiel erreicht diese 6000 Umdrehungen bei, sagen wir mal, 60, vielleicht sogar 70 km/h. Dann brauchen wir einen Propeller, der sich bei 70 km/h so schnell dreht, dass das Ganze mit der Steigung harmoniert und das Boot seine Endgeschwindigkeit mit der Enddrehzahl erreicht. Heißt also bei einem sehr leichten Boot ein Propeller mit sehr viel Steigung. Bei einem Hausboot oder bei einem Floß oder einem Arbeitsboot mit 50 PS dran, das meinetwegen 5 Tonnen wiegt, da brauchen wir mit dem Standardpropeller, wahrscheinlich können wir damit fahren, ja, aber wir haben natürlich nicht die Kraft, sondern da nehmen wir einen Schubpropeller, einen Propeller vielleicht auch mit 4 Flügeln, mit sehr wenig Steigung, mit großen Blättern, so wie unser Sailpower-Motor, das im kleinen 5 PS ja auch hat, damit wir dieses schwere Boot mit, sagen wir mal, 8, 9, vielleicht 10 km/h bewegen können und der Motor dabei auch seine Enddrehzahl nahezu erreicht. Wenn der jetzt nur 5000 Umdrehungen dreht, ist auch in Ordnung, aber er sollte halt nicht irgendwo so bei 3000 Umdrehungen bei Vollgas verhungern. Das ist für den Motor nicht gut und ihr habt einfach keine Leistung. Heißt, ein schweres Boot braucht auch einen Propeller mit sehr wenig Steigung. Ansonsten liegt ihr im Mittelfeld beim normalen Konsolenboot, beim normalen Kajütboot mit ein paar Leuten drin, eigentlich mit dem Serienpropeller richtig. Deswegen gehen wir nach 50 PS ja auch von den Serienpropellern weg. Der Motor kommt erstmal ohne Propeller ans Boot und dann wird ausgerechnet. Und dann sieht man ja, wo die Reise von der Propellersteigung her und von der Leistung her hingeht. Also der Propeller passt, wie ich das gerade eben schon sagte, nicht unbedingt zum Motor, nicht unbedingt zum Boot, sondern zu eurer Boot-Motor-Kombination. Da gibt es den besseren Propeller. Ich werde auch oft gefragt, ja, ich brauche einen stärkeren Propeller. Was bedeutet das? Stärker bedeutet für mich, ich habe ein sehr, sehr schweres Boot. Ich komme kaum zum Gleiten, habe also ein Problem, dass das Boot einfach zu wenig Drehmoment hat. Der Propeller also quasi schon zu groß ist von der Steigung. Dazu frage ich dann immer Leute, wie hoch dreht denn euer Motor? Einige haben einen Drehzahlmesser, die können mir das sagen. Andere sagen, ja, weiß ich auch nicht, ich fahre Vollgas und das Ding kommt nicht in die Gänge. Kann ich ja auch verstehen. Nur das ist dann immer schwierig zu sagen, welcher Propeller dann drauf muss. Mehr oder weniger Steigung. In der Regel muss weniger drauf. In der Regel ist mit weniger Steigung mehr Drehmoment da und ihr könnt mit weniger Steigung das Boot erstmal überhaupt zum Gleiten bekommen. Das ist immer ganz wichtig. Deswegen versucht, wenn es irgendwie geht, die Drehzahl zu messen. Es gibt Zubehör-Drehzahlmesser, die man einfach aufs Zündkabel aufklemmt. Dann kann man mal eben so ungefähr gucken, wie hoch der Motor dreht. Oder wenn der Motor kompatibel ist für einen Drehzahlmesser, dann macht es Sinn, ein Drehzahlmesser einzubauen. Dann kann man es nämlich immer ganz genau sehen, wie hoch der Motor jetzt dreht, aktuell, bei dem aktuellen Propeller und wo man hin kann, was der Propeller maximal noch drehen kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei uns. Ja, Punkt 4, Propellerinstallation, Propellerbefestigung. Da gibt es ein paar verschiedene Systeme, wie so ein Propeller am Boot befestigt wird. Die klassische, älteste oder ja, simpelste Version ist die Scherstift-Variante, die Scherstift-Halterung. Ich zeige euch das hier mal eben einmal beim 3,5 PS. Ich nehme euch mal eben mit und dann zeige ich euch das. So, ich hoffe, man kann das so erkennen. So, hier habe ich jetzt schon mal hier sitzt normalerweise noch so ein Sicherungssplint, der das hier festhält. Das ist aber nicht der Scherstift. Lasst euch da nicht blenden. Dieser Sicherungssplint, hier seht ihr den, der hält nur den Propeller in Position. Wenn ihr den abgezogen habt hier, den könnt ihr den Propeller rausnehmen, abziehen.
Und dann, das ist auch hier der Kunststoffpropeller. Und hier sieht man schon so eine längliche Aussparung hier vorne. Die sieht man hier. Und die greift eben hier, ich hoffe, man kann das erkennen, hier in diesen Scherstift. Der Scherstift sitzt halt hinterm Propeller. So, das sieht man hier, so sitzt er da drin. So, auf der Welle und der treibt eben den Propeller an. Dieser Scherstift, früher gab es das schon bis zum 20, 30 PS Außenborder, mittlerweile gibt es das nur noch hier bei den ganz kleinen. Der ist eben dafür da, dass der auch mal brechen kann, wenn die Kraft, die auf den Propeller wird, zu groß wird, dann knackst der weg und dann muss der eben einmal ersetzt werden durch einen neuen Propeller. Zum Wiederinstallieren. Durch einen neuen Scherstift natürlich, nicht durch einen neuen Propeller, durch einen neuen Scherstift. Wenn der Scherstift, der neue drin ist, wird er hier wieder in die Wellenbohrung geschoben, der Propeller wird wieder aufgesteckt, dann wird das hier befestigt und dann kommt der Splint hier wieder durchgeschoben. Das ist die Version Scherstift. Dann zeige ich euch noch einmal Rutschkupplung hier beim 5 PS. So, haben wir hier den 5er Sailpower, der beste Außenborder der Welt. Ist er wirklich. Ist wirklich ein super geiler Außenborder. Gerade für Schubanwendungen hier oder für Segelboote oder als für den Notmotor ist der wirklich klasse. So, machen wir das hier mal eben, dass man auch was sieht. So sitzt der hier drauf. So, hier habe ich jetzt auch den Splint. Den kann man übrigens sehr gut hier mit so einer Zange, mit so einem Seitenschneider, kann man den sehr schön rausziehen, wenn der mal klemmt. Kann man den einfach hier mit raushebeln. Da habt ihr nämlich was, wo ihr den vernünftig mit greifen könnt. Da könnt ihr den so gegen das Gehäuse und dann zieht ihr den mit so einem Seitenschneider raus. Geht eigentlich sehr gut, mache ich immer so. Der ist gesichert mit einer Kronmutter. Durch diese Kronmutter wird dann nachher dieser Sicherungsstift gesteckt. Das ist bei fast allen Außenbordern, bei den kleinen so. Und dann kann man den hier von der Verzahnung abziehen. Der hat eine sogenannte Gummirutschkupplung. Also eine eingepresste Gummikupplung, die den Außenring, den Propeller mit dieser Längsverzahnung, die man hier auch auf der Welle sieht, ist eine Längsverzahnung, damit verbindet er das. Hier hinter sitzt halt die Andruckplatte, die das Ganze, die sitzt hier als erstes dahinter und darauf kommt dann der Propeller. Gummirutschkupplung habt ihr in der Regel ja bis zum 20, 30 bei Tohatsu, habt ihr es bis zum 50 PS. Die Gummirutschkupplungen, das ist einfach eine schöne Sache. Heißt, wenn der Propeller mal auf Grund schlägt, dann rutscht diese Kupplung kurz über. In der Regel wird der Motor dann abgewürgt und der Motor geht aus. Und ihr könnt ihn so wieder starten. Ihr braucht nichts ersetzen. Ihr braucht kein Scherstift wechseln, nichts. Den könnt ihr quasi, der wirkt sich kurz ab und dann läuft er wieder. Das ist also, dann geht auch nichts kaputt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Wichtig ist nur, dass man, wenn man jetzt merkt, man kommt mal in Schlamm oder in den Sand oder so, man merkt, die Kupplung rutscht irgendwann durch, dass man dann nicht immer mehr Gas gibt und mehr Gas gibt, dann wird das nämlich irgendwann heiß und dann geht es kaputt, sondern dann den Motor ausmachen und dann entsprechend wieder zurückdrehen auf Standgas, sodass ihr den Propeller sauber machen könnt und das Ganze wieder in Bewegung bekommt. Dann gibt es noch die Variante, die eigentlich die gängigste ist. Ab 50 PS aufwärts habt ihr Flowtorque. Flowtorque oder es gibt davon viele Beschreibungen oder viele Markennamen, die das Ganze beschreiben. Bei Mercury heißt es Flowtorque. Es gibt Rubex zum Beispiel und. Da besteht das Ganze aus mehreren Teilen. Und zwar habt ihr hier den Propeller, wie man sieht, ist der hohl. Da sitzt also keine Gummikupplung, keine Gummirutschkupplung oder irgendwie sowas drin, sondern der ist von innen hohl. Und ihr habt einen Kunststoffvierkant, den man da reinsteckt. Der ist quasi sowas Ähnliches, was bei dem ganz kleinen Motor der Scherstift ist. Wenn es mal richtig knallt und es gibt mal richtig eine Grundberührung oder der Propeller wickelt sich ein Seil drum oder irgendwie sowas, dann kann dieser Flowtorque brechen und dann müsst ihr den halt ersetzen. Der Propeller läuft in der Regel noch. Man merkt einfach nur, dass ein bisschen Leistung fehlt und dann muss man diesen Flowtorque mal ersetzen. Wir haben hier solche Kits. Das sind die Flowtorque-Sätze. Die gibt es für Mercury, für Tohatsu, Yamaha, Suzuki, Honda und wie sie alle heißen. So könnt ihr quasi einen Propeller von einem Mercury nehmen mit Flowtorque, setzt den
Propeller mit Flowtorque-Aufnahme, setzt den Flowtorque von Yamaha da rein, den gibt es auch für Yamaha, und dann passt der Propeller auch auf den Yamaha-Motor, weil die Verzahnung der Welle in der Regel dann etwas unterschiedlich ist. Also jeder hat 113 Zähne, der andere hat 15 Zähne oder 17 Zähne, aber da gibt es halt die verschiedenen Kits dann dafür. Installiert wird das Ganze, wie ich schon gezeigt habe, einmal mit dem Flowtorque Vierkant. Der wird dann quasi in die Welle reingeschoben, in den Propeller reingeschoben. Und wenn das dann drin sitzt, kommt von vorne das Gegenstück rein und dann wird das eben auf die Welle aufgeschoben. Dann greift das und sitzt dann da drauf. Der große Vorteil ist eben, dass das Ganze ja wechselbar ist. Ihr könnt also entsprechend beigehen und könnt das Ganze von Marke zu Marke wechseln. Die unterschiedlichen Flowtorques für die verschiedenen Motorhersteller oder für die verschiedenen Wellen können wir euch gerne anbieten. Da habt ihr dann entsprechend eben dann die Auswahl, ja, von bis. Ne? Also es gibt für jeden Motorhersteller da eine eigene Verzahnung. Ja, das einmal so ein bisschen am Rande, ohne euch jetzt groß da zu langweilen und das Ganze sehr, sehr weit in die Tiefe zu ziehen. Mal ein bisschen was leicht verdauliches, einigermaßen leicht verdauliches, grobes zu Propellern. Wenn ihr noch Fragen habt zu Propellern, zu verschiedenen Propellertypen, der richtige Propeller für euer Boot oder eben für die Anwendung, für die ihr den Propeller nutzen wollt oder wenn ihr ummotorisieren wollt auf einen neuen Motor, gerade wenn ihr vom Zweitakter kommt, V6 Zweitakter, auf einen neuen Motor, V6, V8 Viertakter gehen wollt und, kann man in der Regel die Propeller weiterfahren. Wenn die gut funktionieren, braucht man keinen neuen kaufen, man kann die wiederverwenden. Einfach bei uns anfragen, ob das von der Leistung, vom Pitch, vom Bootsgewicht, von der Motor-KW-Leistung einigermaßen passt. Und dann könnt ihr das weiterverwenden. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen habt, wie immer, könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden, persönlich vorbeikommen, bei uns anrufen, eine E-Mail schreiben, wie auch immer. Wir freuen uns über jede Anfrage. Gleich im Anschluss werden auch unsere weiteren Videos verlinkt von unseren Mercury und unseren Turatsu Außenbordern oder eben alles anderen. Marineelektronik stellen wir auch vor. Ihr findet das Ganze auch bei uns auf der Webseite auf www.droste-wassersport.de. Wenn es euch gefallen hat, bis hierher oder darüber hinaus, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen für dieses Video und ein Abo für meinen Kanal. Ich sage vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.